with grace. Cool, sollen wir den offiziellen Teil starten? Gut, dann begrüße ich Hartmut Deutschmann heute zu unserem Podcast Two Drummers Talking. Wie soll ich denn anfangen bei dir, Hartmut? Ich weiß gar nicht. Business Coach ist deine Bezeichnung, ganz allgemein gefasst, glaube ich. Und ist es richtig? Du kannst mich gerne korrigieren. Wir kennen uns seit 2017. Da hatte ich bei dir in Tübingen über die IHK die Business Coaching Ausbildung gemacht. Da warst du quasi mein Dozent und Mentor. Ja. Und daher kennen wir uns und sind seitdem eng verbunden. Und haben so ein paar gemeinsame Ideen, und ich durfte auch vorletzte Woche bei eurem Podcast sein, den du mit dem Sebastian Stendicke veranstaltest. Und das war so unser letzter Kontakt. Wir hatten danach nochmal lang telefoniert, und ich finde dich einen ganz beeindruckenden Typen seit 2017 und wirklich im besonderen Maß, um gleich mal hier mit einer Schleimspur aufzutauchen. Aber das ist wirklich so, es ist faszinierend, und ich kenne ja deine Art und Weisen, wie du umgehst mit Leuten, und ich finde es bemerkenswert, und der Erfolg gibt dir da recht, glaube ich, irgendwie, den du da vorweisen kannst. Und ja, ich lass dich jetzt einfach mal vielleicht kurz ein paar Sätze zu dir selber erzählen. Wie würdest du dich beschreiben oder wie würdest du dich vorstellen? Wie würde ich mich vorstellen? Also erstmal hallo, ihr zwei. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Freut mich wirklich. Es ist für mich ein Format, wo ich gemerkt habe, wenn man allein zu Hause ist, ist es einfach toll. Man sieht sich, hört sich und kommt in ein tiefes Gespräch. Zurück zu deiner Frage, wie ich mich vorstellen würde. Ich bin ein Schwarzwälder, da bin ich aufgewachsen. Kleines Dorf im Gemischtwarenladen, früh unternehmerische Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich handle gern, ich bin gern Unternehmer. Dann bin ich Diplompsychologe geworden, weil ich gern rede und mit anderen gern rede. Das war toll. Noch toller war aber für mich, ich habe relativ früh angefangen zu arbeiten, und das ist nach wie vor, was mir Spaß macht. Ich hol gern die Kuh vom Eis. Ich überlege mir gern was irgendwie eine Lösung sein kann. Ich bin sicher kein guter Therapeut, der es ewig zuhört und so. Mhm. Da gibt es bessere, viel bessere. Mhm. Aber ich bin dafür da, wenn es irgendwo klemmt, wenn was ist. Und ob das danach was ist, wo man jemand ausbildet oder ein Konzept macht, das ist so meine Welt. Also ich glaube, ich kann so von den Fachwerkhäusern, ich kann irgendwie so den ersten Entwurf machen und das mal aufstellen, dass das Haus mal steht. Und dann müssen aber alle kommen, die mit viel Geduld es dann auch voll fertig machen. So. Reicht es oder brauchst du es genauer? Ist super, ja. Ich muss die ganze Zeit so vor mich hin schmunzeln, weil ich es nur bestätigen kann, so wie ich dich kenne. Aber das ist schön, von dir zu hören. Und ich kann es nur bestätigen, zu 150%. Jetzt bin ich in Tübingen, da wohne ich. Habe drei richtig erwachsene Kinder. Ist cool, ich habe früh eine Tochter bekommen, hat mich echt diszipliniert, eine ganz tolle Tochter, die ist auch sehr kreativ, die ist jetzt schon 30. Ja. Das heißt, ich habe schon zwei Enkel im Gegensatz zu dir. Die macht tolle Tassen, ja, stimmt, ja, genau. Und dann habe ich da zwei erwachsene Söhne, und auf einmal habe ich wieder viel Zeit, um auch Sachen zu machen. Jetzt nach vielen Kinderjahren habe ich Zeit, einen Podcast zu machen, was zu entwickeln. Und das ist gerade eine coole Phase, die letzten drei Jahre. Es hat sich das so drei, vier Jahre angefangen. Super, das ist echt, ja. Hast du einen Bezug zur Musik auch? Also irgendwas, was dich mit Musik verbindet? Also ich habe interessanterweise Freunde, die Schlagzeuger sind. Das taucht immer wieder auf, das Thema. Gerade meine älteste Tochter hatte auch einen Schlagzeuger, dann nochmal einen Schlagzeuger als Freund. Mhm. Und ich habe einen Freund als Schlagzeuger. Mein Bezug sonst zur Musik ist, dass es hat ganz schlecht angefangen, so Posaunenchor im Schwarzwald. Hatte nur eine Funktion, raus aus dem Dorf, ins nächste Dorf kommen. Das Musikinstrument war das Vehikel, um rauszukommen. Ja. Ich habe fleißig geübt, um rauszukommen. So war eigentlich lang meine Welt, 4, 5 Jahre Posaunenchor. Danach ist es Musik hören gewesen. Also ich habe nicht dann die Kurve bekommen, das für mich selber zu übernehmen. Ich habe immer noch eine Posaune.
Aber es war ganz toll, dadurch bin ich weggekommen. Ja. Was hörst du gerne für Musik? Was höre ich? Talking Heads höre ich gern schon immer. Das ist so meine Welt. Ja, und dann geht es über, was ist sonst für Musik? Ganz ehrlich ist es noch so, dass ich mit der Vera zusammen bin und eigentlich ist sie immer der DJ jeden Abend. Das heißt, wir hören ganz viel Jazz, wir gehen auf viele Jazzkonzerte. Super. Und das ist so, und da eigentlich sucht sie immer neue kleine Jazzer und die hören wir abends. Und ich lasse mich da meistens ein bisschen inspirieren. Das ist also, super. Genau, das ist so ein bisschen, die letzten 6 Jahre sind das entstanden, viele Jazzkonzerte. Ja. Sehr schön. Mhm. Und auch für euch dann zu Hause quasi kleine Jazzkonzerte. Quasi. Genau. Super. Sehr schön. Mhm. Ja, Hartmut, ich muss, Stefan, warst du fertig? Ich war fertig, auf jeden Fall. Okay, ich finde es, merke ich jetzt auch gerade, wenn du erzählst, Hartmut, bei dir ist es so, als ich dich noch nicht kannte, hatte ich so ein, ich habe dich so kennengelernt im Anzug, weißes Hemd und so ich glaube, die Auftrittsweise, wie man das so macht als Unternehmensberater, wenn man in so diesen Business-Kreisen unterwegs ist, wenn man da einfach auch als Hilfestellung, als Unternehmensberater, Coach im weitesten Sinn gebucht wird oder dazugeholt wird. Und ich habe dich dann auf der anderen Seite als extrem ganz schlichten, überhaupt nicht negativ gemeint, aber ganz einfach, so ganz bodenständigen Typen kennengelernt, der auf solche Art und Weisen dann, die gar nicht in sein Privatleben strahlen, sondern der da eigentlich so ein ganz, ganz, ganz ehrlicher, bodenständiger Schwarzwälder ist, weil du das gerade auch erwähnt hattest. Mhm. Und das hat mir unheimlich imponiert und ich habe dich so kennengelernt und wir haben echt viele Abende oder ja, in der Zeit, wo ich bei dir öfters war, auch mit Familie dann mal, mit Kindern, mit deinen und unsere Jungs, die dann im Keller sich verzogen haben an die nächste Xbox und heute noch davon erzählen. So habe ich dich kennengelernt und da haben wir einige Abende auch mit Rot- und Weißwein und Bier bei euch am Tisch in der Bude verbracht. Und das war echt so, das hätte nie aufhören können irgendwie. Also das ist so ein ganz gelassenes Verhalten von dir irgendwie, was so konträr zu diesem Business-Text steht für mein Empfinden. Und das finde ich, ja. Ja. Ich höre dir gerade so und merkst schon, dass es natürlich eine Entwicklung war. Also ich habe früh angefangen zu arbeiten, ich habe Geld gebraucht und der erste Auftrag mit 25 kam. Mhm. Und da hatte ich einen guten Freund, der gemeint, hey, du kannst nicht einfach nur so zum Kunden gehen, du bist einfach zu jung. Oder nicht zu jung, du siehst jung aus, du hast deine rote, lange Haare oder längere Haare und so. Du musst einfach einen Kontrapunkt setzen und da gibt es nur schwarzer Anzug, weißes Hemd und Krawatte. Mhm. Sonst kommst du nicht rein. Und das war eigentlich ein cooler, ich glaube, Gregor hieß er, ganz dumpf habe ich nicht, aber es fällt mir gerade ein und das habe ich relativ lange auch gemacht. Und jetzt freue ich mich eigentlich die letzten 10 Jahre, dass ich es nur noch mache, wenn es wirklich ganz passend ist. Ich brauche es nicht mehr und das ist, glaube ich, schon auch für mich nochmal so eine Entwicklung gewesen, da wieder zusammenzukommen. Also von der Rolle, die man ganz sicher, wenn man jünger ist, vielleicht auch noch mehr einnehmen muss und dann irgendwann ab 5, 38 auch dort zu landen, wo man eher sein kann mit dem, was man arbeitet. Ja. Sie weiß nicht, wie das bei euch ist. Gibt es bei euch auch so Rollen, die man als... Ja, voll. Erstmal muss ich gerade an die Beatles denken. Mhm. Weil als die Beatles angefangen haben, hatten die ja einen ganz klaren Look. Mhm. Mit auch Anzug, Pilzkopf. Ja. Und je reifer sie als Künstler wurden, desto individueller wurde jeder Einzelne in der Band. Und desto mehr haben die das aufgelöst. Mhm. Ja. Und mir ist eingefallen... bei den Tourneen, diese The Voice of Germany Tourneen, wo du auch immer warst, Frank, da gab es nämlich so ein Phänomen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da mitgemacht haben, ja sehr jung und oft sehr unerfahren waren. Und die sind aber dann ausgestattet worden und haben sich in Anführungsstrichen verkleidet, bevor sie auf die Bühne gegangen sind. Und ich habe von einigen Leuten Kritik gehört, dass die sich gewundert haben, warum haben die jetzt so fancy Klamotten an und so.
Ballkleid und alles Mögliche. Und mir ist irgendwann klar geworden, dass immer wenn die diese Klamotten anhaben, waren die in der Rolle des Künstlers, waren nicht mehr diese jungen, unerfahrenen Teilnehmer. Und das war genau deren Vehikel, um eigentlich auf der Bühne ihre Rolle zu erfüllen und in dieses Mindset zu kommen. Es ist ja jetzt noch wichtig, uns zu fokussieren, dass wir in den Raum gehen, an den Arbeitsplatz. Aber es ist nicht immer das Große. Also mir fällt auch ein, ich habe einen Mittleren bei Mr. David und der hat wieder einen Freund, auch mit einer Band, einer jungen Band. Und die spielen ganz toll. Aber sobald sie auftreten, überlegen sich, was sage ich dann da dazwischen noch? Und das ist natürlich die Momente, wo sie dann auch immer besser werden, aber wo sie auch eine Rolle einnehmen müssen sollen, wo sie ungeübt sind. Und da merkt man, glaube ich, schon auch gerade bei Bands, dass das dann ein Thema ist, je älter sie werden, dass dann man nicht vorher alles sich überlegt, dass man die Position und so weiter, dass die sich auch ergeben und man das auch laufen lassen kann. Ja, wahrscheinlich je mehr Erfahrung man hat, desto Ja. mehr Werkzeug hast du, um auch mit jeder Situation irgendwie umzugehen, nehme ich mal an. Ja, und spannend wäre für mich aber da, also jetzt reden wir ja über unsere Einzelpersonen. Also sobald ich mit Personen zusammenarbeite, merke ich, dann gibt es Personen, für die es wieder ganz arg wichtig, wie du aussiehst, zum Beispiel bei mir. Also ich habe manchmal auch in Dreier-, Vierer-Konstellationen und dann spüre ich, wie jemand, das ist existenziell wichtig, dass der Schuh gebunden, sauber und die richtige Knoten. Und ich höre es dann immer schon, Herr Deutschmann, Ihr Schuh ist noch da. Ja, da ist etwas offen. Nein, ich höre dann schon, binden Sie bitte, und dann denke ich, macht es halt. Aber es ist so, dass halt auch, das bleibt bei manchen Menschen, also wollte ich sagen, es ist nicht normal, dass es, also die bleiben in ihrer Struktur und damit auch in dem, wie sie es gewohnt sind. Und Ja, wird für sie ganz wichtig, dieses Thema. Ja, das stimmt. Die laufen aber auch, die würden auch im Anzug bei Rot und Weißwein so da sitzen. Das gehört einfach zu ihrem Lifestyle irgendwie. Das finde ich aber auch cool. Würde auch gar nicht werten jetzt oder so, das fällt mir da nö, nein, nein. ein. Also Schönes. Ja. das ist eher spannend zu merken, wenn man Ja. über Gruppen oder wenn man in Konstellationen, wenn man arbeitet, das auch zu respektieren, dass es einer in Ja. die Richtung geht und der andere braucht es. Und von da, das Klar. glaube ich, ist ganz wichtig, da einen Ja. Respekt zu entwickeln für die individuellen Entwicklungen von Personen. Ja. Ja. Ja, das stimmt, ja. Hartmut, was in allen Bereichen, in denen du dich bewegst, also Therapeut, hast du jetzt gesagt, das ist nicht so deins, da würde ich sagen, würde ich vielleicht andere Kollegen Ich empfehlen, wo wäre das. gerne ein Therapeut, aber ich Okay. kriege das nicht ganz so gut hin mit der Distanz. Das ist ganz einfach. Ich wäre total gern, hätte es gern gelernt. Ich habe das auch mal angefangen, mit Kindern zu arbeiten. Aber ich kriege das einfach nicht so richtig hin mit der Distanz. Es geht bei mir im Kopf, tickert es weiter, und da kommen Ideen. Und da ist man dann besser ein Berater. Ich mache das immer noch manchmal so, dass ich so Familien berate. Ist aber nur was ich nebenher mache, ehrenamtlich. Aber da kann ich mich dann nicht auf ein Kind konzentrieren, sondern auf ein System und sagen, komm zum Vater, dann verkauf halt mal das Auto. Das ist aber eher so ein bisschen dieser globale Lebensberater. Dann sowas macht mir auch Spaß. Das ist am Schluss ja auch, wie man in der Industrie arbeitet. Da schaust du über den Tellerrand raus und nimmst nicht nur das Mandat exakt für die Person und sag ja nichts zum anderen System. Und nur, wenn dann einen Termin hast, sondern da kann man ja, die freuen sich ja, wenn man noch Ideen für andere Sachen hat. Und da, also ich wäre eigentlich gern Therapeut geworden. Ich glaube, es hat sich anders ergeben. So wie ich in der Industrie oft arbeite oder mit den Menschen, ist es aber, ich habe keine therapeutischen Themen wie Angst oder mit Störungsbildern, aber habe mit Menschen zu tun. Und da ist manchmal doch relativ ähnlich, wie man arbeitet. Man ist eher proaktiv unterwegs. Ja. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung, du hast angesetzt. Überhaupt nicht, das war völlig ergänzend, alles gut. Was ist dein persönliches Lieblingsfeld? Wo sagst du irgendwie, das ist meins? Da würde ich mich selber empfehlen. Das kann ich, das mache ich auch gern. Was deckt sich da? Was ist dein Wirkungsfeld, wo du sagst, das bin ich? Also ich merke, dass mir total Spaß macht, bei Entscheidungen mit dabei zu sein bei Menschen. Also wenn jemand vor einer Entscheidung steht, die etwas komplexer ist, weil sie vielleicht noch mit einem Partner, Partnerin zu tun hat, weil es mit vergangenen Entscheidungen zu tun hat, weil es irgendwo einzahlt auf unterschiedliche Konten, mit unterschiedlichen Motiven, mit vielleicht auch Bedürfnissen und es jemand nicht mehr sortiert bekommt. Das ist was, wo ich mag, das fällt mir für Einzel- oder auch für Gruppen relativ leicht, sie da zu begleiten. Das würde ich sagen,
Es hat, ich spreche aber gerade über Sachen, die mir leicht fallen und die ich gern mache. Also das heißt nicht, dass dann das auch Sachen sind, die ich direkt bei der Arbeit mache. Das ist zum Beispiel was, das kann man natürlich verkaufen, aber das ist nicht eine Arbeit, von der man leben kann. Aber das ist was, da merke ich, das, da liegt echt ein Potenzial bei mir. Und ich glaube, Personen einzuschätzen, das habe ich einfach so häufig schon gemacht. Also mit Personen, auch die, das ist eigentlich auch in der Entscheidungsmatrix oder in so einer Entscheidung mit drin, aber auch mit Personen zu reden und mit ihnen ein Interview zu führen und auf Themen kommen, also ich mache Bewerberauswahlgespräche, solche Themen mache ich gerne für Firmen. Warum? Weil ich irgendwie dann einen Zugang zu bekommen, ganz freundlich, und trotzdem wir danach beide Seiten, also auch der Interviewte, haben danach einfach mehr Daten und können besser eine Entscheidung treffen, ob das passt oder nicht. Also das sind so zwei Sachen. Also ich bin ein, wie soll man das sagen, ich bevor ich jemanden entwickle, will ich ihn verstehen, und das macht Spaß, jemanden zu verstehen. Das ist auch die, für mich die größte Übung letztendlich, ein Problem zu verstehen und einen Mensch zu verstehen und ein System zu verstehen. Da ergibt sich sehr viel. Da halte ich mich auf in der Welt. Ja, cool. Das fand ich auch super, dass du das gleich zu Anfang gesagt hast, was deine Stärke ist. Das ist ja eigentlich ist auch so ein bisschen so ein Coaching-Ding, ne? Wo man auch, was man, wenn man gecoacht wird, ja häufig auch als Frage gestellt bekommt, so was sind denn eigentlich deine Stärken? Und damit quasi so direkt loszulegen, finde ich total super, weil ich glaube, gerade im Musikbereich ist das was, was viele Leute gar nicht machen. Also sagen, hey, das sind meine Stärken, damit präsentiere ich mich. Ja, das ist, du hast es das gefragt und die Antwort ist, finde ich, aber unvorstellbar schwierig. Also ich erlebe das schon, wenn man die Frage stellt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das jemand erzählen kann. Weil der Zugang zu einer Stärke ist, das ist oft einem gar nicht so präsent. Also wenn wir einen Frank anschauen, wenn ich dich jetzt frage nach einer Stärke, was würdest denn du antworten gerade, Frank? Gibt's keine, ganz klar. Bitte? Gibt's keine. Ganz klar. Nein, Quatsch. Ja. Aber, oh. Aber wenn du mich fragen würdest, würde ich sofort Antworten wissen zur Frage. Über. Ja, aber dann sag mir mal eine. Du hast einen sensationellen Drum-Sound, finde ich. Wenn du spielst, das ist so, das ist, ich habe das neulich bei einem anderen Kollegen mal als Attribut benutzt. Wenn du spielst, das klingt total erwachsen und reif. Ich jetzt oder wie? Ja, du. Och, Gott. Wenn ich dich spielen höre, mit deinen, du machst ja diese Videos, die ich mir angucken kann, auf da 8 Bars Off. Ja. Und wenn ich das höre, denke ich mir, boah, ist das toll, wenn jemand mit so einer Gelassenheit und Selbstverständlichkeit sein Instrument spielen kann. Boah, Stefan, das aus deinem... You can pay me later. Ja. Das heißt aber, sofort. das wäre für dich eine Stärke, die du bei ihm erlebst. Absolut. Ja. Eine Souveränität und einen wirklich ganz tollen Drum-Sound. Ja. Für mich ist so, ich merke, wenn jemand sich nicht sofort eine Antwort hat, dass ich dann umswitche auf das Thema zu besprechen, was ihm leichter fällt als anderen. Und dann viele Situationen durchgehe. Das ist eigentlich so oft meine diagnostische Welt, mit jemandem wirklich ganz langsam zu besprechen. Also es wäre jetzt beim Frank das Thema, hey, erinnere dich mal, wenn du spielst mit anderen, was ist denn das, was dir leichter fällt, als jetzt deinem Kollegen Stefan oder so. Und dann mach vielleicht das. Und dass man sozusagen über die kleinen Movies, über die kleinen Geschichten sich langsam rantastet, auch nicht steigen. Und das finde ich, ist für mich gerade im Moment, gerade die letzten 3-4 Jahre, eins meiner Lieblingsthemen bei Führungskräften, dass sie genau auf das achten bei anderen, auf kleine Situationen achten und sich langsam rantasten, ob das nicht eine neue Stärke sein könnte. Also was gibt es Schöneres, wenn eine Führungskraft bei jemandem was entdeckt, was ihm leicht fällt? Das kann auch Sachen sein, die er gar nicht gern macht, aber die ihm, also wo halt, also man kann auch bemerken, dass jemand gern die Gruppe oder eine Band zusammenhält und achtet darauf, dass am Schluss alles mitgenommen wird. Auch das ist am Schluss etwas, was einem leicht fällt und am Schluss auch eine Stärke. Und das rauszuarbeiten und das dann auch zu überlegen, hey komm, wenn du schon der bist oder die bist, der das leicht fällt, was könnte man jetzt daraus denn auch machen im nächsten Jahr? Können wir dir eine Aufgabe sogar geben? Können wir dich unterstützen? Vielleicht kriegst du noch was dazu. Also, und das ist was, auf Stärken zu achten, ist im Gegensatz zu den Nullerjahren, wo ich unterwegs war, wo man deutlich mehr geschaut hat, was kann man nicht, und sich Gedanken gemacht hat, wie kann man durch 8-tägige Trainings jemand was beibringen, was er nicht kann, was ich ätzend fand im Nachhinein, frustrierend fand, weil sie haben es doch nicht gelernt. Ja. Mag ich seither wieder richtig meine Arbeit, weil ich denke, okay, da findest du was jemand mit Leichtigkeit tut,
dann zeige ich ihm, wie er das besser machen kann. Er wird besser, ist motiviert. Alle die Themen sind dann super easy und man hat einfach einen Erfolg. Man kriegt mehr hin. Und dieses und damit ist natürlich auch eine Stimmung 10-mal besser, als wenn man defizitorientiert mir jetzt Schlagzeug beibringt und ich sitze da und da und du nochmal so auf meine Stärken halt eingeht oder das, was mir leicht fällt. Mhm. Das ist so, da könnte ich, das ist eigentlich auch meine Mission gerade bei jungen Führungskräften. Ja. Das ist, damit bauen sie Bindung auf, damit sind sie letztendlich wie früher ein Meister oder sonst was, wo man nachher sagt, Mensch, der hat bei mir das entdeckt und geschaut, dass ich das noch gemacht habe, wegen dem habe ich die Karriere gemacht. Super. Ich wäre selber nicht draufgekommen. Das ist auch mein Bild, wo ich auch vielleicht von uns dreien habe, wenn wir älter werden, jüngere Kollegen haben oder im Umfeld Menschen haben, solche Sachen bei jemandem zu entdecken und sie immer wieder anzusprechen und dann irgendwann auch in die Förderung reinkommen. Das ist so, so was, wo ich richtig Spaß habe. Das ist unabhängig von der Arbeit. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Ja. Super, das erinnert mich so an, bei mir tickt die ganze Zeit Schlagzeugunterricht im Kopf. Ja, genau. Und ich mache auch so Gruppenunterricht an der Hochschule. Hatte das gerade heute Vormittag wieder. Und es ist so toll zu sehen, wie individuell unterschiedlich die Stärken auch verteilt sind bei denjenigen, ohne dass sie es wissen auch zum Teil. Und das, alles, das, was du gerade gesagt hast, nehme ich so mit in meinen nächsten Unterricht. Also, weil es sensationell ist und das Auge viel mehr darauf zu richten. Also, aber ich überlege mir gerade, wie das ist. Das heißt, wenn du einen Tom hast und du siehst bei ihm eine Stärke, was, oder was ihm total leicht fällt, glaube ich, schon wichtig, dann eben auch so eine Hausaufgabe darin zu geben, wo er dann richtig stolz ist, dass ich, und dann nur eine Kleinigkeit, wo du denkst, hey, komm, mach, achte mal mehr. Also es ist sozusagen, und das andere einfach immer wieder, wo du ihn im Erfolg schwächen lassen kannst. Das ist, wobei das sicher vielleicht schwierig ist manchmal bei dir, und trotzdem bin ich ein Verfechter von stärkenorientierter Entwicklung. Das ist ja. Total super. Ja. Sam. Ende doch sehr positiv gedacht, empfunden und darauf ausgerichtet. Ja, du brauchst schon auch jemand, der natürlich, das ist jetzt bei einer Band vielleicht schwierig, da hat jeder eine klarere Position, aber sobald du nicht vielleicht so klar definierte Position hast, ist ja genau das die Möglichkeit, dass man Menschen stärkenorientiert einsetzt. Und jemand, der halt im Schreiben schwächer ist, lässt man mehr reden. Und jemand anders hilft ihm dabei, genau. Und man macht nicht klare Funktionsstellen, und nur wer alle 17 Kompetenzbereiche super abdeckt, bekommt es. Sonst reichen auch 13. Und die 4 muss man irgendeinen schönen Bypass finden. Dann muss der halt keine Rede halten vor seinen Mitarbeitern. Muss, macht ein anderer für ihn. Aber dafür kann er. Und das ist, auf einmal macht man, hat man so das Gefühl, dann könnte der ja auch eine Karriere machen oder der. Und damit wird alles ein bisschen leichter. Ja. 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 Aber in der Band ist das, ich habe es schon wieder sofort auf die Band übertragen, weil da gibt es das auch. Es gibt Leute, die können super Songs schreiben, es gibt welche, die können toll arrangieren, es gibt welche, die können sich toll um das technische Equipment kümmern oder die Webseite pflegen. Ja. Ich würde, glaube ich, eine Band genauso aufstellen, das mal zu gucken, wer macht was gerne oder wer kann was gut. Finde ich super. Ja. Super. Also, super. Mich würde nur interessieren, wie ist denn dann der Respekt zu den einzelnen Personen? Also ist es dann vielleicht nicht doch so, dass derjenige, der das Song geschrieben hat, der König ist oder die Königin? Bei der GEMA schon. Bei der GEMA schon, oder? Ja. Es ist schon so, ne? Also das ist, glaube ich, ein Thema, über das viele Bands auseinandergehen. Mhm. Die Frage, auf jeden Fall. Die Frage, wem gehört... Ja. Das, wessen Eigentum ist das? Ja. Mhm. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, glaube ich, die Lennon-McCartney-Idee, die im Endeffekt von Erfolg gekrönt ist, meiner Meinung nach. Ja. Wenn eben egal, wer schreibt, alle beteiligt sind an dem Erfolg. Mhm. Also, dass quasi das Songschreiben genauso respektiert wird wie das Tourbus organisieren und das Webseiten pflegen. Aber das ist nicht einfach, weil natürlich für jeden die Musik am obersten oder den obersten Stellenwert hat. Ja. Wie es so schön heißt, der Song ist der Chef und nicht der geputzte Bus oder irgendwie sowas. Ja, so ein bisschen. Ja. Ne? Also, aber ich habe mit Frank manchmal schon das Thema gehabt, wie man auch so Problemstellungen aus der Musikszene bearbeiten könnte. Ja. Und mir fällt einfach ein, also wenn man jemals die Chance hat, Bands zusammenzustellen, dann sind diese Gespräche am Anfang, wie man sich das vorstellt, die sind unvorstellbar wichtig. Das sind eigentlich nichts anderes als die diagnostischen Gespräche.
um dann Gefühl dafür zu bekommen, ob die zusammenpassen. Und wenn hier sozusagen in bestimmten Wertekreisen, wie man das dann auch ausarbeitet, wenn es hier aber Differenzen gibt, dann hat man eigentlich auch von der Prognose, hat man eine schlechte Prognose. Also das glaube ich auch, es könnte was sein, wo ihr mehr Wert drauf legen könntet. Also in Bet-Zusammenstellung, wenn jemand Neues dazukommt, eine strukturierte Wertediskussion zu machen, eine strukturierte Diskussion über solche Themen. Also nicht so lockerer Plausch und ein Bier, sondern sich vorher genau zu überlegen, was will ich wissen und wie kann ich das erfahren? Durch welche Fragen, durch welche Simulationen, kleine Übungen, um dann ein Gespür zu bekommen am Schluss, ob die Person zu euch passt. Und das ist auch eine zweite Welt. Für mich ist das so spannend. Also das wären für mich kritische Situationen zu finden. Also nicht allgemein, was er können muss, sondern warum hakt es bei einer Band? Was sind die kritischen Situationen, wenn ein Neuer kommt? Und die mal rauszuarbeiten. Und die dann auch sozusagen vorne raus in einer Besprechung, wenn man, sagen wir, einen neuen Schlagzeuger sucht oder sowas, das mal richtig professionell zu machen. Ja. Das ist was, wo ich im Frank manchmal so habe, wo ich denke, da könnte unsere Welt schon zusammenpassen. Weil was macht ihr? Ihr seid Teams. Ihr stellt Teams zusammen. Da kommen neue dazu. Ja. Und ja, ich weiß nicht genau, wie bei euch diese Auswahl funktioniert. Ich habe oft den Eindruck, das ist Zufall. So ist mein Eindruck halt. Es geht schon in die Richtung, ja. Das hat auf jeden Fall Bestand, also durch Zufall. Da kommt auch dieser Spruch vielleicht her, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sein. Das war halt so, da hat es gepasst irgendwie. Mhm. Klar, es gibt schon auch so ein paar Attribute, wo man dann sagt, irgendwie der ist zuverlässig, aufrichtig, ehrlich. Der hat das vielleicht schon in anderen Bands vorher bewiesen, dass das wobei sie das dann auch ändern kann. Aber es gibt so ein paar Dinge, würde ich jetzt sagen, die schon auch Bestand haben. Also, aber ich gebe dir schon auch recht, das ist schon ein bisschen nachlässig auch manchmal. Muss ich schon auch sagen, ja. Das ist so buddymäßig manchmal, so Kumpel. Ja. Der kennt halt gerade zufällig einen, weil sonst kennst du einen guten Sänger, der Songs schreiben kann und gut aussieht und auch noch eine gute Stimme hat und auch noch ein bisschen Gitarre spielen kann. Ja, doch, komm, lass mal irgendwie. Und er war halt der Einzige, der einen kennt. Und dann wird der halt genommen, weil sonst hat die Band keinen Sänger. Mhm. Oder so. Und dann passt es irgendwie. Oder da wird es passend gemacht auch manchmal vielleicht. Mhm. Ja. Also, was mir im Kopf rumschwebt, wenn es euch interessiert, ist, klar. Das wäre, warum gibt es nicht so 12 Fragen, die man einem neuen Bandmitglied stellt, mit nur einem kurzen Szenario und sonst was, wo man einfach, und die gibt man raus. Und damit sind junge Musiker, stellen einfach diese 12 Fragen. Ich glaube... Verstehst du, meinen? Also das wäre sowas. Und dann merkt man, ach, sind die 12, sind 8, die 4 sind schlecht. Lässt es 1-2 Jahre laufen. Und dann hat man so ein Erstgespräch, wo jemand natürlich scheißen kann. Da kann jemand dann auch sich sozial erwünscht darstellen. Das kann einem immer passieren. Mhm. Aber man hat zumindest mal die Frage gestellt. Ja. Mhm. Und wenn man unsicher ist bei der Antwort und hört zu und jemand anders, dann spürt man vielleicht auch, ah, das stimmt was nicht, will ich nochmal nachprüfen. Aber es fällt vielleicht sowas einfach wie ein, was sind denn eigentlich coole Fragen und Simulationen, wenn ein neues Bandmitglied sich vorstellt? Ja. Also ich glaube, das fällt mir so als erstes ein darauf, ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob das in allen Bands funktionieren würde, in allen Konstellationen. Weil ich glaube, dass so eine Idee, die ich eigentlich voll gut finde, dass die manche nicht mit dem kreativen Part eines Künstlerdaseins übereinbringen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Phänomen des Künstlers, ist, dass alles, was in Richtung Coaching und in Richtung Pläne und Ziele definieren geht, so ein bisschen gegen das spontane, kreative Dasein könnte. Ja. Ich will da auch gar nicht reingrätschen. Ich komme nur aus der Ecke raus, dass ich merke, wenn dann Bands auseinandergehen, dann ist es eben schade. Also vielleicht müssen die Fragen ganz offen sein, aber vielleicht wird es mal gut tun, sich zu überlegen, es gibt 6 Felder, was wichtig ist für Bands, und dann gibt es dazu 6 oder 2x6 Fragen. Die könnt ihr stellen, ihr müsst euch ja gar nicht, da geht es darum, da darf auch jeder entscheiden, wie die Antwort sein soll. Mhm. Aber dass mal diese Fragen auch gestellt werden, sozusagen. Ja. Ich glaube, da gehört viel menschliche Reife dazu. Ja.
oder? Ja. Ich stelle mir simple Fragen vor. Was ist denn eigentlich, wenn bei dir einer zu spät kommt zu einer Bandprobe? So eine simple Frage. Genau. Und wenn der sagt, ist kein Problem, wenn er sagt, hey, zweimal, dann kotze ich, dann hast du die Antwort mal gehört. Verstehst? Also mir geht es ja nur darum, Fragen zu finden, damit die Personen, die zuhören, Antworten bekommen, die für sie nützlich sind, um die Entscheidung zu treffen, der passt. Also nur das. Ja. Super. Das wäre sozusagen kleine kritische Situationen finden und die einfach nur fragen. Ja. Also nicht das Große, kein Aufsatz schreiben, gar nichts. Ja. Sondern nur so, und wobei, aber solche kleine Fragen sind oft sehr nützlich. Wenn es nämlich drei Bandmitglieder sind, die sagen, hey, zu spät kommen, hasse ich, und die stellen die Frage, by the way, dann machen sie schon mit dem Krieg. Genau. Geht nicht. Ja. Ja. Es wird ja nicht um Kreativität und Freiräume gehen, sondern nur um Eitelkeiten, was einem wichtig ist und sonst was, und ob man halt passt. Ja. Fast schon alltägliche Dinge. Ja. Einfach im Zusammensein. Das ist genau das, was dich dann trifft, im weitesten Sinn, im Tourbus. Ja. Wo alle immer sagen, oh ja, im Tourbus, da kommt es ja auch drauf an. Na klar. Kommt es drauf an. Ja, logisch. Deshalb, aber da gibt es auch Fragestellungen dazu. Die kann man schon ausarbeiten. Das macht schon auch Sinn. Ich kann mich erinnern, dass das auch ein großes Problem war bei meiner Ausbildung damals bei dir, dass ich da echt Probleme hatte, irgendwie auf Fragen konkret zu kommen, die für mein Business taugen würden, weil sowas gibt es bei uns nicht. Da muss ich Stefan, bin ich ganz auf deiner Seite, diese Empfindung. Auf der anderen Seite hat mir der Hartmut dann Fragen gestellt, die jetzt passen würden, und jetzt ist es zum Beispiel sowas, wo du denkst, hey, die Fragen, ich kam nämlich auch so an mit so einem riesen, oh Gott, ey, wie könnten da jetzt eine Fragestellung sein? Dann sagt er, frag doch einfach, was passieren wird, wenn einer mal zu spät kommt bei einer Probe. Oder ein Gig am Tag davor sagt, oh, ich kann doch nicht, weil ich habe einen Gig mit einer anderen Band. Oder so Dinge, die wirklich passieren. Darum geht es ja. Das sind ja mögliche Fragestellungen irgendwie. Die sind oft gar nicht so weit weg. Ja, und kritische Situationen, wie du schon sagst. Weil genau. Die Bands lösen sich ja meistens nicht wegen musikalischer Differenzen Richtig. Auf. Richtig, ja. Ja. Genau. Ich finde es total super, aber ich hätte so dieses Gefühl, wow, wenn das jetzt einer macht, der wird erstmal angeguckt. Wenn einer so kommt, so, hey, ich habe hier 6 Fragen für euch. Ja, genau. Aber ich finde die Idee sensationell. Ich finde die richtig, richtig gut. Ja. Vielleicht muss man sie musikergerecht verpacken. Auf jeden Fall, ja. Also, wenn wir die zusammen bearbeiten, gell, dann bin ich derjenige, der euch interviewt. Also ich frage euch, was sind denn die kritischen Situationen, warum du manchmal denkst, da schmeiße ich jetzt das Handtuch hin? Oder bei anderen Bands, wenn du die drei kennst, also sag mal, da ist eine junge Band und da fällt einer, dann geht es darum, das Interview zu führen. Was sind denn die Situationen, warum du dich ärgerst? Und die erzählt jemand. Und daraus ergibt sich die Frage, die müssen wir dann konzipieren. Also das heißt, die heißt Critical Incident Technique, das heißt, rausarbeiten die kritischen Situationen, nicht derjenige sein, dass es weiß. Es kann auch sein, wenn wir das machen würden, bei 3-4 Bands gemacht haben, dann merken wir, die Frage, das Ding taucht ja immer wieder auf, wie zu spät kommen oder das. Aber es wird immer so sein, immer wenn du mit jemandem redest, also wenn ich sozusagen jetzt mit dir, Stefan, reden würde und dich interviewen würde, dann würde was anderes rauskommen wie beim Frank, logischerweise. Wahrscheinlich. Weil das sind ja deine kritischen Situationen. Ja. Und um das geht es, also dich zu verstehen als Bandmitglied, was in dir wichtig ist, was deine Werte sind, Bedürfnisse sind, deine Ziele, und dann daraus ein paar Fragen zu kriegen, die du mal stellen musst. Ja. Weil du vielleicht ein ruhigerer bist und sie nicht stellst, sie irgendwie stellst oder versteckt in der Mail reinschreibst. Aber einfach, weil wenn du die Fragen nicht stellst, dann gehst du immer wieder unter. Ja. Das ist in meinem Kopf. Also, und daraus könnte sich, wenn man es häufig macht, natürlich schon am, dann könnte man bemerken, hey Mann, die Fragen muss man auf jeden Fall stellen. Ja. Und das wäre dann das Coole, dass wir manche solche hätten. Solche Fragen. Ja. Und das ist für mich aber auch eine Art und Weise, wie wenn ich Personalauswahl mache, das ist die Arbeit, mit Personen, mit dem Chef zu reden, was er will. Weil er kann einem immer irgendwas erzählen. Oder die Chefin erzählte was, so ähnlich wie du, ah, da soll er ja loyal sein und ja, kooperativ und auch soll auch reden. Na und, vielleicht, wenn du wirklich mit ihm redest und ihn lang interviewst, dann kommen noch ein paar kritische Situationen um die Ecke, die viel wichtiger sind. Mhm. Warum er dann danach den Bewerber ganz doof findet. Nee, der passt doch gar nicht. Dann denkst du, wieso? Ja, weil das und das. Ah ja, okay. Und das ist der Moment, wo eigentlich die Arbeit am Anfang
dass du dich selber mal verstehst. Also wenn ihr jemanden raussucht, müsst ihr erstmal euch selber verstehen, was ihr wollt. Und dann, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr auch 3 Fragen stellen oder 12 so. Und das ist der erste Schritt, selber sich zu verstehen, was man will. Ja. Und da behilflich zu sein, ist eigentlich cool. Das ist so eine Arbeit, die ihr auch viel besser machen könntet, weil ihr aus der Welt kommt. Das ist auch so eine Frage, die man sich eigentlich stellen kann, wenn man eine Anfrage bekommt. Ja. Weil das ist bei uns ja ganz häufig, ne, dass wir gar nicht, also dass man auch nur teilweise oder zeitweise Teil eines Teams ist. Ja. So eine Anfrage zu bekommen und nicht sofort auf Ja oder Nein zu drücken, sondern sich selbst erstmal Fragen zu stellen. Ne? Ja. Ich muss auch gerade an so eine aktuelle Situation denken. Das ist echt super, um für sich selbst nochmal klarer zu werden, was will ich eigentlich. Ne? Ja. Ich habe zum Beispiel auch Personen, die sich eben verändern. Und mit denen bereite ich dann vorher auch einen Fragenkatalog vor, den sie fragen. Also sie werden eingeladen zum großen oder letzten Bewerbungsgespräch und eigentlich sind sie die, die ausgequetscht werden. Aber jeder weiß, am Ende vom Interview kommt, noch haben sie Fragen. Kommt ja. Und dann mal 3, 4 extrem spezifische Fragen zu haben. Und ich hatte bei einem, es war toll, vor 6 Jahren, da wo ich das angefangen habe, der hat gesagt, ich will eigentlich im Büro wohnen, da habe ich eine Aussicht. 1 und 2 ist mein Büro, ich brauche eine Südseite und ich will ein Büro haben, wo 2 Kaffees im Umkreis von 3 Minuten sind. Ich will einfach, ich bin jetzt alt genug, ich will mittags raus und ein paar Leute sehen. Ich muss die 2, und dann stellt er die 2 Fragen. Wie sieht denn sein Arbeitsplatz aus, ob er Südseite hat? Mit den Kaffees sind die her. Und dann sagt er, ja, das sind einfach 2 Sachen, neben allem Fachlichen, die ganz viel bedeuten. Da gehe ich nämlich zur Mittagspause hin, nachmittags nochmal und abends, weil ich länger arbeite, um 7 auch nochmal. Das hätte ich gern. Und, hat auch gemerkt, wenn ich das hatte ich in der vorletzten Arbeitsstelle und das will ich wieder haben. Und das ist eigentlich völliger Quatsch, wenn man das als Führungskraft überlegt. Warum? Aber trotzdem, das gibt ihm viel. Also ist für ihn wichtig. Seine Welt. Alles gut. Ja. Sehr ja. spannend. Ich hätte noch mir was aufgeschrieben. Ja, klar. Weil ich jetzt Bandcoaching mache, zum Beispiel an der Hochschule in Osnabrück. Und klassisches Bandcoaching war früher eigentlich immer Probenbegleitung. Mhm. Das heißt, es ging im Prinzip nur um musikalisches Fachwissen. Ja. Und ich habe festgestellt, weil ich mich auch interessiere für das Thema Coaching und so auch irgendwie menschliche Weiterbildung, dass das immer mehr zu so einem allgemeinen Coaching geworden ist. Und wo es eben auch viel um das Zwischenmenschliche geht und Ziele und so weiter. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich auch dann so Workshops, bei Workshops dabei war, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass man auch übercoachen kann. Also, dass ich quasi, dass Bands, vor allem auch Nachwuchsbands, sich unglaublich abhängig davon machen, dass jemand anders da ist, der ihnen sagt oder der die Fragen stellt. Hast du eine Strategie, dass du sagst, ich lehre sozusagen, dass die sich selbst coachen oder deine Kunden in dem Fall? Also ich habe ja erzählt, ich habe früh angefangen, 25 und hatte einen Mentor, das war ein, schade, dass der Name kommt mir nachher nochmal, das war ein Personalentwicklungsleiter von Airbus. Und er hat mich gemocht und einfach ein paar Sachen auch gezeigt. Und sein wichtigster Satz war, schau, dass du alle Kunden, die du hast, dass sie unabhängig werden vom ersten Tag an von dir. Das heißt, werd nicht klebrig und schau, dass du dann immer ein Mandat hast, dein Leben lang, sondern alles, was du reingibst, heißt, also übertragen auf heute oder auch auf meine Arbeit ist es so, wir machen jetzt einmal eine Moderation und ich schaue mir gleich jemand aus, der das von mir lernt. Dass immer die Kompetenz von mir ins System reinkommt. Wenn es darum geht, dass man jetzt einen Konflikt löst, dann bringe ich 2 bei, auch wie man Konflikte löst und sage, probier es aus, ich schaue es dann mal zu, wie du es machst. Also dass immer Systemkompetenz intern aufgebaut wird und irgendwann der Moment, auf den zuzuarbeiten, auf den Moment, dass man raus kann. Eigentlich als Unternehmer, wenn man selbstständig ist, hört sich es erstmal doof an, aber das ist unvorstellbar wichtig, bei jedem Mandat darauf zu achten, möglichst zügig wieder rauszukommen und eigentlich vieles von dem, was man kann, preiszugeben. Ist das eine Antwort? Ja, das ist ja super. Also das ist, und von da ist es, das Übercoachen heißt schon, dass man mit denen bespricht, schau mal, das ist jetzt gerade meine Rolle.
Wer von euch wird es denn leicht fallen, sowas auch mal zu probieren? Und man hat schon gemerkt und sagt, hey komm, Svenja, ich habe da mal, hör doch mal das an, wie das, ich zeige dir das und nächstes Mal probierst du das mal zu machen. Machst du die Agenda, dann machst du die Moderation, dann machst du das, ich zeige dir, wie es geht. Und dann bestärkst sie, macht dann mit ihr ein Einzeltraining. Und ich bin da oft, das Wort nehme ich manchmal, ich bin oft eher ein Einzeltrainer. Ich zeige jemand, wie es geht. Das entsteht aus dem Coaching, dass ich jemand was zeige und dann kann der das. Und dann baue ich da Kompetenzen auf bei 4, 5 Personen und dann gehe ich raus und freue mich, dass das funktioniert. Und dann geht, muss ich nur auch so cool sein und sagen, okay, jetzt geht mein Boot halt weiter zum anderen Kunden. Ja. Und das heißt, diese innere Unabhängigkeit ist wichtig. Ich bin nicht so zufrieden mit vielen anderen Kollegen und sonst was, wo ich mag, wie Kunden abhängig sind von denen, wo man auch Mandate über viele Jahre hat. Und das ist was wieder, um zurückzukommen bei der Therapie, das lernt ein Therapeut, dass Personen auch wieder gehen und dass sie selbstständig werden. Das lernt ein gut ausgebildeter Verhaltenstherapeut. Das ist wichtig. Und das ist auch was ich mag, das ist mir auch wichtig. Deswegen definiere ich mich erstmal als Diplompsychologe und dann als Coach und Einzeltrainer. Also da gehört das auch zu mir dazu und zu dem, ja, dass man eben loslässt und niemand abhängig macht. Das mag ich gar nicht. Also auch wenn ich Coaches ausbilde, ist es mir immer wichtig, dass die lernen, dass es darum geht, dass jemand selber die Sachen danach wieder macht und nicht, dass man Tage und Manntage und Stunden klotzen kann und dann eine Aufgabe für jemand übernimmt. Ja. So wie ich dich verstanden habe. Ja, absolut. Es ist so toll, weil das triggert so viele Dinge schon einfach weil ich gerne unterrichte auch. Es ist toll, die Antwort, die du gegeben hast, kann man eigentlich fast 1:1 so in so ein Bandcoaching übertragen. Aber richtig hieß ja dann eigentlich, dass du mal schaust, was sind eigentlich Themen, wo du eine Funktion hast für die Bands. Ja. Es wird sicher was sein mit Konflikte, vielleicht mit Orga, mit Struktur. Es wird was sein mit Loben, mit Rückmeldung, mit Feedback. Ja. Und dann merkst du, das sind eigentlich 7, 8, 9 kleine Funktionen. Und dann komme ich zurück auf den Anfang. Und dann zu schauen, wer von den Bandmitgliedern würden das denn leicht fallen. Und dann machst du eine Matrix, weichst es mal zu. Und jetzt könntest du natürlich 2, 3 Themen geben, da findest du niemanden. Aber die anderen 5 fängst du an und übergibst relativ zügig und machst Einzeltrainings, damit die das von dir lernen. Ja. Dann bleiben 2, 3 Sachen übrig und da werden sie halt nicht so ganz so gut sein. Und trotzdem können sie es irgendwann mal selber laufen. Das ist, das finde ich eins der schönsten Bilder, wenn man im Beratungs-Coaching-Kontext unterwegs ist, dass man danach sieht, wie so Boote wegfahren von einem. Ja, und man fast vergisst, wie sie heißen. Ja, ist doch wunderbar. Großartig. Ja. Ja. Das weiß ich noch, als wir bei dir in Tübingen waren, mit dem Anton. War so eine. Der Hartmut hat uns eine Aufgabenstellung hinterlegt oder hinterlassen und ist einfach raus. Und es war für mich, ich glaube, mein Partner damals, der noch dabei war, für den war das, weil der kam auch aus diesem Ausbildungs- und Business-Bereich eher als ich. Und für mich war das so ein, das war zum Glück irgendwie ein cooler Typ einfach. Wir haben uns auch super verstanden und haben heute ab und zu nochmal Kontakt irgendwie. Aber das ist so. Wenn du da so neu bist, dann ist das, denkst du, kannst du eigentlich nur Fehler machen irgendwie. Das war völlig, weil ich teilweise so kam mir überfordert vor und war es eigentlich gar nicht, weil die Aufgabenstellung das Ziel viel einfacher war zu erreichen, durch einfach gute Fragen auszudenken irgendwie. Und die waren gar nicht so hoch oder so weit weg irgendwie, wie man sich das vielleicht vorgenommen hat. Da war der Anspruch enorm hoch und da hat man das einfach rausgegangen. So, und hat uns machen lassen. So, dieses Zusammenerarbeiten irgendwie, an sich miteinander arbeiten, nach seiner Vorgabe irgendwie, das war tierisch lehrreich. Das war echt der Wahnsinn. Und in jeder Pause oder morgens zum Frühstück irgendwie nach Tübingen reingelaufen zum Bäcker und mittags gegenüber vor eurer Haustür in Tübingen zum Mittagessen gegangen, zur Mittagspause. Und du hast immer noch, also du warst nie froh, dass du mal eine Pause hattest. Das ist im Gegenteil, du hast dich da völlig, völlig dran aufgegeilt und dran weiterentwickelt. Nee, ich sag dir mal, was in meinem Kopf ist. Tierisch. Genau, also ich nehme das Bild von dir, aber was in meinem Kopf ist, dann läufst du, ich sehe dich dann auch laufen und sehe dann, okay, wenn ich ihm das noch zeige oder das noch zeigen wird,
dann läuft er ein bisschen gerader. Und ja. Das muss gar nicht viel sein. Das ja, heißt, genau. Das ist eigentlich das, was natürlich oft, wenn jemand losarbeitet, ist man danach viel mehr am Zuschauen und zu sehen, ob dir das leicht fällt oder ja. nicht. Ja. Und immer wieder zu schauen, was kann er denn eigentlich die gut. Korrektur ein bisschen, ja. Und dort eben relativ viel wieder rein und unterpflügen an Sachen, die er halt lernen will. Das ist für mich auch eine Art, wie wir ausbilden, dass wir gar nicht den Anspruch haben, die in der kompletten Bandbreite auszubilden, sondern in ihrer spezifischen, letztendlich aus ihrer Branche, wo sie kommen, schon ja. was den Prozess angeht, aber da mhm. aus der Branche raus sich Situationen zu überlegen, wo sie danach nützlich sein können. Mhm. Und das ist die Arbeit aber auch unabhängig sonst, wenn ich jemanden begleite, immer wieder das zu schauen und dann kleine Lernportionen zu haben, mhm. die man dann auch lernen kann. Also möglichst wenig, das ist auch was, wo ich gelernt habe für mich die letzten Jahre, auch mit meinem guten alten Freund der bei Wüstenrot die Trainings leitet. Wir tauschen uns viel aus, was diese Themen angehen. Er ist dort Leiter vom Management-Training, also einfach theoretisch. Kleine Lernportionen, einfache Sprache, keine Fremdwörter, sodass es maximal erfolgreich ist, dass es bei dir hängen bleibt. Ja. Alles dreht sich drum um den Transfer, was in deinem Kopf reingeht und danach zu einer Handlung führt. Und deswegen denke ich auch, ja, einfache Sprache, klare Sätze, kurze, knappe Sachen, was man kapiert, eben kein Dozent zu sein. Und das ist eine Welt, die liegt mir natürlich, die wird euch auch liegen, weil sie macht auf einmal das Leben ja auch einfach. Man muss nicht Schachtelsätze bilden, man muss nicht daherkommen, wie wenn man im Prinzip ein Professor wäre. Und selbst dort ist exakt genau das Gleiche, lerne ich von den guten Professoren gerade auch. Einfache Sprache, klare Sprache. Ja. Orientiert an der Person, die sitzt, nicht an meinem Buch oder vom Buch von meinem vorherigen Professor. Und das ist was sich geswitcht hat, die letzte Zeit. Das macht sehr viel Spaß. Deswegen kann man auch bei sich sein. Mhm. Und gleichzeitig beim anderen und dann die Lernportion so klein machen, dass es schlucken kann. Ja. Ja. Das stimmt, das war schon immer der Informationsfluss, der so von dir kam oder die Quelle, das war immer schon sehr knapp gehalten. Nicht in der Information, nicht in der Sache, sondern immer im Ausdruck, immer in der Herangehensweise oder in der Mitteilung. Auch deine WhatsApp, die sind nie lang oder sowas. Das war echt immer beeindruckend. Mit wenig Worten, immer treffend. Ja, wobei ich schon mal, eigentlich brauche ich genau den Blickkontakt, um zu merken, dass es jemand verstanden hat und ein kleiner Check, ob es wirklich, wie machst du es denn dann jetzt morgen? Mhm. Dann zu merken, okay, es ist drin. Ja. Und das ist jetzt, und dann ist ja eigentlich gut, dann hast du was bewirkt. Genau. Also ich habe erst was bewirkt, wenn bei dir in deiner Handlung, in deinem Leben, im beruflichen Leben sich was ein kleines bisschen verändert hat. Mhm. Mir nützt ja kein Wissenszuwachs, wenn das nach nicht in Handlung übergeht. Ja. Und der Blickkontakt war für mich immer cool, das zu merken. Und der ist jetzt weg, das fällt mir auch schwerer. Ja. Ich frage deshalb viel mehr nochmal ab, was hast du denn jetzt gemacht mit der Information? Ja. Wie hast denn jetzt das sozusagen, wie war dein Satzbau? Also weil du es einfach weniger erlebst. Und das ist so, auf der anderen Seite aber dieses Ping-Pong-Spiel zu schauen, wie viel kann jemand schlucken und damit wie viel geht, das ist eigentlich das, wo ich mir auch wünsche von vielen Führungskräften, darauf zu achten. Mhm. So geht Entwicklung von unabhängig von deiner Rolle. Ja. Das ist ja klassischerweise auch in der Schule genauso, dass man Lerntempo und Lernportion dauernd wieder pro Schüler individualisiert. Und das ist im Wachsenbereich natürlich logischerweise das Gleiche. Ja. Ja. Ey, das, was du gerade gesagt hast, es ist ja ein bisschen ein Schlagzeuger-Podcast, deswegen stelle ich gerne immer den Bezug her, beziehungsweise klingelt es bei mir. Also Frank, du hast es gesagt, in kurzer Zeit kommen Dinge um die Ecke, viele komprimierte Informationen. Ja. Und du hast jetzt bei mir schon so unglaublich viel getriggert in dem, was du gesagt hast. Und ganz toll fand ich gerade mit dem Wissenszuwachs und der Handlung, die daraus entsteht. Das ist eins zu eins das, was im Musikunterricht ganz oft passiert. Ist, du kriegst Information und Information und Information. Ja. Und jetzt als Schlagzeuger beispielsweise, du kannst technisch ganz viel oder du hast ein hohes rhythmisches Repertoire, hast aber keine Ahnung, wie du das in Musik umwandelst. Ja. Das wäre für mich jetzt das eins zu eins, dieses Ansatz. Übertragen darauf. Ja. Das ist wirklich toll. Du wärst ein fantastischer Schlagzeuglehrer. Du, wer weiß, vielleicht machen wir es manchmal ein, zweimal zusammen und dann, also ich, eigentlich würde ich, verstehst du, die Sachen sind ja oft simpel, aber natürlich
Ich glaube, ich könnte, wenn wir zwei Schlagzeugunterricht machen, dir zuhören und danach mit dir reden, dass wir die Sätze so umbauen, dass der, der vor dir saß, die Schülerin oder Schüler, sie besser verstehen. Dann wäre ich wirkungsvoll. Also das ist eigentlich ja nur der kleine Hebel von mir. Super, ja. Und wenn du danach, was ist, genau, und das ist immer wieder die gleiche Welt, wo ich unterwegs bin. Ja. Mhm. Fantastisch. Das ist, und das unterscheidet, also ich mag das vielleicht auch so zum Abschluss, ich mag das Thema Coaching total, habe aber ganz schön lange gebraucht, bis ich da einen Zugang zugefunden habe. Also auch so rein als, würde sagen mal, menschliche Reife ist es dann vielleicht, keine Ahnung, und auch musikalische Reife, um so Dinge zuzulassen, weil ich das vielleicht gar nicht begriffen habe. Und weil ich auch mit dem Begriff Coaching auch immer mal Sachen verbunden habe, die ich nicht so positiv fand. Also, denn die Art und Weise, wie du dein Coaching beschreibst, trifft mich total und finde ich großartig. Und manchmal ist es, oder ja, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich eben Coaching oft google. Ja. Und deswegen kriege ich gezielt Werbung von Google und Instagram mit irgendwelchen Coaches, die erzählen, dass sie jetzt früher in der WG gewohnt haben und jetzt ihre Villa am Strand haben. Und aber und sie verraten dir das Geheimnis, aber nur wenn und dann und wenn und dann. Ja, super. Und das war lange Zeit auch mein Bild von den Coaches, dass sie quasi mir Zeit und Geld stehlen, in Anführungsstrichen, ohne eben nicht meine Stärken zu fördern, sondern mir versuchen, was beizubringen, was mit mir gar nichts zu tun hat. Und deswegen wollte ich, ist vielleicht ein komisches Bild gerade gewesen, aber ich mag total, wie du das, was du tust, rüberbringst, weil es mich trifft und mein Gefühl ist, wir müssen gleich telefonieren und eine Stunde ausmachen. Ja, aber also nur, für mich ist schon wichtig, ich bilde Coaches aus. Ich glaube, ich nenne mich wenig oder selten Coach, weil das nicht geschützt ein sehr breiter Begriff ist. Ja. Und ich mag, und ich habe das irgendwann gemerkt, ein Einzeltrainer für jemanden zu sein, für seine Sachen im Verhaltensbereich, das bin ich so. Und ansonsten brauche ich auch Sätze. Also ich will auch nicht sagen, ich bin Diplompsychologe, da macht man sich auch viel zu viel Kopf, was das alles sein könnte. Ja. Und deswegen war auch, wo wir uns kennengelernt haben, vor einer Stunde, und auf die Frage hat man, beschreib mal, habe ich auch gemerkt, ich sage lieber, ich hole die Kuh vom Eis und helfe bei Entscheidungen. Also ich anstatt so ein Substantiv zu nehmen, ob dass ich jetzt Coach bin, bin mir manchmal auch nicht sicher, ob... Ja, ich bin sicher auch kein klassischer Coach. Also wenn du die einzelnen Phasen anschaust, bin ich nach der Problemanalysephase natürlich dabei. Mir fallen schon 4 Lösungen ein. Ich will immer gar nicht mehr so lange mit denen reden. Mach's natürlich trotzdem. Aber das ist so die Welt, wo ich dann auch merke, das, ja, da muss man auch schauen, wie man sich dann nennt, ja, und welche Mandate man hat. Ja. Ja. Und obwohl, ja, Stefan. Sag mal. Sorry, nee. Doch. Ja, ist witzig, weil gerade was du sagst, es erinnert mich an das Gespräch, was wir über Musiker neulich hatten, nämlich, dass Musiker nicht aufhören können, wegzuhören bei Musik. Und ist das bei Coaches dann auch manchmal so, dass man quasi auch so den Drang spürt, coachen zu wollen? Geile Frage. Also, ich gucke jetzt zurück in meinem Leben, dann war der Drang richtig groß, auch im Privaten. Und ich glaube, manchmal übersteigert und zu viel. Und dann kam irgendwann die Welt, wo ich gemeint habe, professionell muss ich auch die Klappe halten. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass sozusagen, das muss vom Gegenüber erwünscht sein, was ich mache. Und das ist, prüfe ich bei vielen, ob das gerade jemand will, dass ich was sage. Und ich glaube, ich weiß, kann ich die Jahreszahl nennen, aber ich glaube, das habe ich echt gelernt, die letzten vielleicht erst 2, 3, 4 Jahre. Einfach zu warten, ob jemand überhaupt was will. Und wenn das nicht will, sage ich es auch nicht. Ja. Und dann redet irgendwann drüber und dann sage ich, dann hätte ich mal früher sagen, dann hätte ich halt gefragt. Aber dieser Fehler, was zu sagen, ohne dass es erwünscht ist, das ist schon was, an dem muss ich immer noch arbeiten. Also von da trifft ist die Antwort gut. Passt zu deiner Frage? Also, total. So kann ich mir es so herleiten. Also, du hast noch einen zweiten Teil der Frage gehabt, oder? Nee, das war schon im Prinzip genau das. Ne? Also, bei Musikern ist so ein bisschen das Phänomen, wenn du im Restaurant sitzt und ich habe das mit jemand anders, glaube ich, besprochen. Es war gar nicht mit dir, Frank. Und man sitzt im Restaurant und es läuft Musik.
fällt es einem manchmal als Musiker schwer, beim Gespräch zu bleiben, weil ein Ohr immer bei der Musik ist und man anfängt zu analysieren und was auch immer. Und deswegen kann ich mir einfach vorstellen, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, so wie du das rüberbringst, dass man auch dann vielleicht in einer Situation den Drang spüren kann. Aber du hast es genau, du hast es perfekt beantwortet. Ich bin manchmal beleidigt, wenn man mich nicht fragt. Denke ich, hätte es nicht. Und ich, klar, höre ich zu und hätte gern, aber ich habe gelernt, nichts zu sagen. Ja. Aber das ist ja klar. Man hört, wie du hörst Musik oder Musiker und ich höre Gespräche. Ja. Ich höre auch Gespräche im Flieger, na klar. Ich habe aber auch, wenn mich jemand fragt, dann komme ich in tolle Gespräche, weil ich kann dann viel erzählen, aber nur, wenn er fragt. Ja. Aber das ist. Aber es ist auch manchmal ein Fluch, wenn man sozusagen, im Privaten musste ich das schon auch lernen, auch mit Kindern. Ja. Das ist eine ganz andere Rolle. Vater zu sein ist was anderes wie Berater. Ein Teil davon. Ja. Und da weniger zu machen und die Rolle klarer einzunehmen, ist schon auch für mich immer wieder so ein, finde ich, richtig schwierig. Das ist die Verbindung da, gerade wenn man aus so einer Welt kommt, die ist nicht einfach. Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht so eine ähnliche Sache, vergleichbar, dass man als Vater kein guter Schlagzeuglehrer, jetzt bei uns, Stefan, als Schlagzeuger, als Vater kein guter Schlagzeuglehrer für seine eigenen Kinder wäre, sondern immer aushausig unterrichten lassen. Das ist, ist Quatsch, du hast eine ganz andere Beziehung, das ist vielleicht ähnlich und vergleichbar. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, wir hatten es mit dem Olli. Ich kann das ja jetzt erwähnen, weil der Olli ein früher gesendeter Talkgast sein wird. Und wir hatten schon die Aufzeichnung, ein toller Drama-Kollege, den wir zur letzten Podcast-Aufzeichnung hatten. Olli Rubo, liebe Grüße an der Stelle. Und ich finde es schon auch, dass man immer die Analysemöglichkeiten sieht und automatisch immer so in diesem Analyseverhalten drin ist. Und mithört und im Hintergrund, auch wenn du jemand zuhörst im Gespräch, irgendwie im Restaurant sitzt, du hörst immer mit so einem halben Ohr oder einem Ohr, was da so im Hintergrund läuft oder Gespräche mit dann in dem Fall. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde, dass es um Gespräche geht, das sind so alle diese so auch nicht in dem beruflichen Bereich sind, aber so als Hobbypsychologe Gespräche mithören. Super. Ja, auch Bands hören, ne? Musik hören, ohne zu analysieren. Das würde ich jetzt so vergleichen. Ne? Also, dass ich als Musiker schon ganz schönen Drang in mir spüre, auch herauszufinden, was da passiert. Anstatt einfach nur diese Musik zu genießen, beispielsweise. Ja. Spannendes Thema. Ich musste auch noch sagen, dass es als, wenn man, mir geht das auch so, ne, mit dir jetzt zu sprechen oder überhaupt mit, wenn man mit jemandem spricht und der sagt, der ist Psychologe, dann ist manchmal auch so ein bisschen so, darf ich mich jetzt links aufstützen oder muss ich mehr so, ich weiß gar nicht genau. Aber die Antwort darauf ist im Übrigen super simpel. Ja. Wenn du das nicht studiert hast, dann war das Leben noch in Ordnung, dann hast du deine Schubladen gehabt. Und wenn du es dann studierst, dann siehst du viel mehr, findest aber keine Schublade mehr. Also ja, und dann stützt er sich jetzt links auf und hat zweimal R gesagt. Was heißt es? Gar nichts heißt. Und früher hatte ich eine Schublade. Ja. Das heißt, alles, was sozusagen mit Diagnostik und so zu tun hat, oder wenn das Wort Psychologe oder Psychologin kommt, man braucht viel mehr Informationen, bevor man sich traut, jemand einzuschätzen oder geschweige denn auch was über jemanden zu sagen. Man ist eigentlich nimmt sich dafür viel mehr Zeit, weil wenn man weiß, hey komm, das geht sonst in die Hose, wenn ich nach einer 10 Minuten, eine halbe Stunde schon denke, ich habe den erfasst, ein Mensch ist zu komplex. Ja. Das ist auch schön dran und deswegen ist es aber was, wo sozusagen diese Angst, dass ein Psychologe jemand zuschaut und dann weiß, wer ist, die kann man in die Tonne klopfen, der weiß gar nichts, der hat halt jetzt viel gesehen und denkt sich, ich müsste jetzt noch ganz viel fragen. Ja. Damit ich langsam mal ein Bild bekomme. Ja. Oh, super. Ich habe vorher ein schönes Bild für uns gesehen. Ich glaube, das nehme ich auch für mich so mit. Also zu genießen, also das zu lernen, Musik zu hören, um sie zu genießen und nicht zu schauen, was könnte man besser machen für euch. Ein Gespräch zu genießen und nicht sofort eine Lösung zu suchen. Mhm. Das sind, glaube ich, und wenn man jetzt andere Professionen nimmt, hat man vielleicht so diese eigenen, ganz eigenen Aufgaben. Also sich einfach auch manchmal von seinem beruflichen Leben frei zu machen und was lernen zu genießen, auch wenn man da bestimmte Kompetenzen oder mehr Kompetenzen wie anderen hat. Mhm. Das, glaube ich, ist für uns drei eine gemeinsame Aufgabe, aber für jeden eine eigene. Loszulassen. Das stimmt, ja. Mhm.
Toll, schönes, das ist ein schönes Schlusswort, ne? Wolltest du das auch gerade sagen? Schönes Schlusswort, ja. Herrlich. Hartmut, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die echt tollen Einblicke. Da hätten wir jetzt noch wirklich endlos reden können. Ja, perfekt. Ich drücke mal auf Stopp.